Channeln wird seit Jahren immer populärer. Dabei nimmt ein Mensch, also ein Medium, zu höheren Wesen Kontakt auf und stellt Fragen, die dann zum Beispiel von einem Buddha oder Jesus oder sonst irgendjemanden beantwortet werden. Was hältst du davon? Ich halte gar nichts davon. Das ist nicht umsonst, wenn Leute sagen, das ist so spiritual, die so Leute wollen Erleuchtung, ne? Und viele, dass sie so Sand wie Meer, die Leute, ne, schwimmt in den Spiritual, dieser Fluss oder dieser Meer. Aber dass es gibt so wenig Leute wirklich, dass sie diesen Weg zu schaffen, ne, dass sie Erleuchtung zu sein. Du hast vorhin gesagt, einige Schande mit Buddha. Ne? Aber hat Buddha selber auch gesagt, Rugo 众生以色相见我，以声来求我，定是人间邪道，不能见如来。 Das heißt, wenn das die Menschen konfrontiert mit dieser Ansicht von mir, zum Beispiel Figur von mir oder ein Bild von mir, hat meine eigenen Formen oder meine eigenen Aussehen gesehen, mit eurer Sprache mit mir spricht, das bedeutet, solche Menschen ist in einem Irrweg. Und das heißt, diese Menschen ist in einem Falschweg sein. Diese Leute werden nie mit mir begegnen. Das hat Buddha gesagt. Das genau gilt auch Jesus und auch andere höhere Wesen, diese Wesen. Weil das die Grund davon ist, wenn du in Spiritualweg ist, ne? Dass sie so wie dass deine Brust ist erwacht, ne? Wenn du weiter mit dieser deine Brust erarbeiten, so wie dass ich eine Energie, die positive Energie oder dass sie die Yang Energie steigt langsam hoch, und dann deine eigenen Seele werden erwacht, das heißt deine eigenen Eigenschaft ist in die Erscheinung, aber deine eigene Seele, deine eigene Eigenschaft hat positive Seite, gleichzeitig Spiegel dahinter ist die Schattenseite von dir. Und gleichzeitig die beide Seiten ist hochgegangen. So wie wenn das ist so, die Sonne kommt langsam hoch, kommt ein kleines bisschen dieser Moment noch von die Dunkel, die Trüb, diese Trübzeit, das ist gerade, das ist deine Schattenseite, auch kommt langsam, auch hoch. Ne? Das ist so, die einfach, sofern in diesem Zustand kommen viele spirituelle Leute, plötzlich hat solche Betrugbild oder Traumbild plötzlich gekommen. Das Wirklichkeit, die Ursache, weil deine, die unreine Gedanken in deiner eigenen Eigenschaft in die Erscheinung getroffen. Aufgetreten. Ne? Das passiert so. Das ist so, wir auch an den dran diese Richtung arbeiten, aber nicht draus auffinden, wow, ich bin so besonders und ich sogar mit anderen enger verbinden. Wirklichkeit, das ist nur Trugbild oder Traumbild. Ich habe, ich kann von meiner eigenen persönlichen Entwicklung, damals war ich auch spiritual, auch durch diese sexuelle Magie, dann habe ich auch langsam gemerkt, ich habe voll Angst vor mir selbst, weil ich konnte nicht spiegeln, mich selbst sehen, weil ich habe unterbewusst eine Erwarnung, dass es in die Spiegel, eines Tages kommen andere Jasmin, total anders aussehen, vielleicht kommt von meiner vergangenen Seele und so weiter. Auf jeden Fall ist etwas negativ dabei. Ich habe total davon Angst. Was habe ich gemacht? Ich habe das erstmal nicht daran reagiert, nur an mich selbst arbeiten. Ne? Die volle, dass ich selbstlos arbeiten, in die Öffentlichkeit arbeiten, das heißt auch tut für die anderen Menschen immer mehr diese Liebe, andere geben. Je mehr, dass du andere hilfst, ne? Dass sie deine positive Seite immer mehr vergrößt, deine Liebe immer mehr vergrößt. Langsam, dass es so, du erarbeiten auf deine Seele, polier deine Seele. Irgendwann die Schmutzseite, die dunkle Seite, es wird von dir erarbeitet.
jetzt, ich bin so befestigt, ne? Ich kann auch gar kein Problem mich selber in die Spiegel anschauen, weil die negativ, die Seite bei uns, bei mir ist total weg. Das ist, wir müssen nicht vor uns selbst verstecken. Niemanden, braucht gar keiner. Ne? Egal, dass sie wie, welche Ebene oder welche Höhe du schon gelernt hast, muss ja gar nichts. Ich bin auch in diese, von Anfang diesen Weg gegangen. Oder ich kenne noch eine Frau, ne? Sie wollen auch mit Energie arbeiten. Ich habe zu ihnen Reiki, ne? Heißt Reiki. Sie wollen mit Energie arbeiten. Aber hat sie zu mir gesagt, Jasmin, aber ich habe schon zweimal bereits schon in meinem Traum eine so wie Hexe, ne? Mit so große, diese schwarze Kapuze und in mein Traum gekommen und vor meinem Auge hat mich auch ich bin total schockiert, hat mich gefragt, was ist das, warum so negativ? Wirklichkeit, diese Hexe, dass sie diese mit schwarz Kapuze zu ihr zweimal gekommen ist, dass sie sie selbst, niemanden, das ist ihr, dass sie ihre, die Seele, die dunkle Seite, ne? Sie ist gar nicht so befestigt, mit Energie zu arbeiten, weil sie selber ist unheim. Sie muss an sich selbst zuerst arbeiten. Ich habe zu ihr gesagt, du musst meditieren, du musst Meditation von mir lernen. Ne? Und du musst auch die öffentliche Arbeit, die sexuell, dadurch gerade die sexuell umwandeln kann, deine Energie umwandeln kann, zu dem Positiv. Sie hat sie nicht gehört. Ne? Das ist die einige Leute, oder einige Leute, oh, ich bin schon mit enger Kontakt, ne? Ich sprich so total, das ist diese Reibung los, ne? Diese ganze mit Sprache, das ist so, solche Wesen, solche Lichtwesen werden nie mit menschlich und mit einer deutschen Sprache, ne? So fließend mit solche, wie heißt das, Schande? Ja, genau, solche Leute kontaktieren. Das ist ein Traumbild oder Betrugbild. Ne? Solche Leute muss genau aufpassen, dass sie so eine Selbstbetrug, du bist in deinen eigenen Selbstbetrug gefangen. Wie in einem Traum. In deinen Traum gefangen. Ne? Du konntest nicht mehr raus. Dann brauchst du gar nichts daran noch angeben, ja, wie cool. Wie toll ich erreichen kann, ne? Ich bin so groß, wirklich tief versteckt. Solche Menschen schon lange wollen Anerkennung haben, schon lange wollen bewundert zu haben, ne? Schon lange selber große zu sein. Das ist die gerade sieht solche Leute, die innere Seele, die Unreinheit, muss daran arbeiten. Ne? Dass viele Leute waren sehr spiritual, sehr weiter ist, so wie uns. Wir sehen solche Leute wirklich, das ist so geistlich Problem, ne? Dann braucht gar nichts noch andere Leute, dass sie zu zeigen selber kann. Lieber zu Arzt gehen, ne? Bisschen Untersuchung machen lassen, ne? Aber kann sein, dass Arzt finden auch nicht die Ursache, ne? Weil das ist nirgendwo die körperliche Krankheit. Sie selbst ist krank, ne? Geistlich krank, ne? Ich meine, dass ich hier nicht beleidige und so weiter. Ich wollte nur solche Leute zu warnen geben. Ne? Und dann, dass ich bevor, dass die Spiritualweg ist auch wirklich gefährlich, weil du musst erstmal rein zu sein. An selber Seele zu arbeiten, deine dunkle Seite, dass sie zu arbeiten. Wirklichkeit, diese höhere Ebene oder mit Gott verbunden oder mit Licht verbunden. Ne? Solche Wesen ist Umform, keine Sprache. Mit solchen Wesen zu konfrontieren, dann brauchst du andere Fähigkeit. Ne? Daran wirklich muss selber sehr viel lernen sollen. Ihr seid viel zu noch nicht so weit. Ne? Ein bisschen aufpassen lieber. Wenn die Menschen, die channeln, nicht mit höheren Wesen kommunizieren können, wer kann das dann? Das wird dann Teil Menschen, dass sie innere Leere erreicht hat und komplett selbstlos ist. Solche Menschen hat tatsächlich Fähigkeit, mit die höheren Wesen
zu kommunizieren. Das ist einfach Prinzip, ist so wie Ritual, Gefäß, solche innere Lehre erreicht hat, selber so erarbeitet wie ein Ritualgefäß. Da drinnen ist nichts. Nur sowas, wenn du, dass sie nur ein Gefäß ist, ohne deine eigene Meinung, eigenen Gedanken, eigenen Einbildung, eigenen Vorstellung oder eigenen Vorstellung halt, ne? Solche von dir selbst ist, komplett selbstlos, nur eine Lehre ist, dann fließen automat die andere Energie oder andere Wesen diese Energie rein. Dann du bist nur ein Medium tatsächlich. Und dann manchmal, das ist so nur ein Bild oder eine Energie. Du brauchst einfach nicht nur eine Lehre zu erreichen, sondern auch du hast Schöpfungsintelligenz erreicht. Und das kannst du nicht von anderen Leuten nur hören, dass du selber das schon kapierst, oder von dem Wissen, du alleine nur Wissen haben, funktioniert nicht. Dann musst du wirklich die praktische Übung durch die Taten, du selber praktische Übung, selber so geübt, du hast diese, von diesem trockenen Wissen umgewandelt als Schöpfungsintelligent. Du hast komplett dieses Wissen bewiesen durch deinen eigenen Körper, durch eigenen Erfahrung einmal komplett bewiesen, dann weißt du, welches Wissen ist Schöpfungswissen. Dass du konnte tatsächlich das entscheiden, ne? Dass die Schöpfungsintelligenz, du bist eine Schöpfungsintelligenz geworden. Und dann von dieser höhere Energie oder höhere Wesen, was in deine Schall bei dir reingeprägst, und du ohne eigene Einstellung oder ohne eigene Meinung tatsächlich, dass sie dieses Bild so einfach verstehen kann. Nur solche Menschen ist wirklich fähig, dass sie mit höheren Wesen oder sogar mit Schöpfung zu kommunizieren.